Meine Lippenkombi. Ich benutze immer den Lip Liner von NYX. Nude Truffle. Das ist mein Lieblingslip Liner. Der sieht so aus. Silber. Der ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Und den mache ich immer drauf. Eine Möglichkeit. So. Guck mal, sieht jetzt schon super aus. Wollt ihr jetzt den nächsten Step sehen? Danke. Ich benutze dann sehr gerne den hier von NYX, aber den gibt es nicht mehr. Kann das sein? Das ist diese Lingerie. Die, also ich sehe die nirgends mehr. Ich glaube, die sind aus dem Sortiment genommen worden. Aber was ich stattdessen sogar viel lieber benutze, ist von MAC, der matte Lippenstift. Honey Love. Ich finde den so geil, aber ich habe den jetzt gerade irgendwo. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ja, wie dem auch sei, ich benutze jetzt den in der Farbe Push Up, wenn du den online noch findest. Super. Und wichtig ist, nicht so lassen, sondern mit dem Finger tupfen. Das ist so wichtig. Das ist so der wichtigste Schritt, glaube ich. Manchmal lasse ich den matt und wenn ich einen Gloss haben will, benutze ich den von Art Deco. Der ist von Art Deco in der Farbe 36. Der riecht auch lecker. Aber was ich dann auch noch sehr gerne mache, ist, ich nehme so einen Pinsel. Aber den mache ich nochmal so ein bisschen richtig dünn. Und dann nehme ich noch so ein bisschen Concealer oder Foundation, was übrig geblieben ist. Und das kann auch sehr viel ausmachen, wenn du dann am Ende des Tages das nochmal korrigierst. Checkt ihr den Unterschied hier? Guck mal, wie sauber und da so dreckig. Das macht schon viel aus. Mein Make-up ist von Lancôme. Finde ich sehr gut. Also diese Reihe von Lancôme achtet halt drauf, dass das auch gut für die Haut ist. Also dass da ist auch Sonnenschutz drin und so weiter.